6 Wochen später kam die Ablehnung von der Universität. Wertes Fräulein Morzek, zu unserem Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen. Schon mal irgendwo gesehen? Ja, auf dem Rentnerbahn. Fräulein? Zahle. Mhm. Bitte schön. Ist gut. Hier, rauchen Sie? Danke, nicht rauchen. Danke. Rauchen Sie Stumpfe? Ich kann nach Westberlin gehen. Sie studieren wohl Planökonomie? Ja. Ins Karlshorst. Da müssen Sie aber noch viel lernen. Mädchen, noch eine Pulle. Ja? Wie lange arbeiten Sie, Fräulein? Bis 3, warum? Ich warte auf Sie. Wir gehen zusammen nach Hause, ja? Tut mir leid, bin mit meinen Eltern hier. Gib mir doch mal eine Selters. Du gefällst mir, Puppe. Dann können wir ja heiraten. In unserem Laden kreuzt alles auf, was per Dienstreise in Berlin ist und mal ein bisschen abstauben will. Nach Hause schreiben Sie eine Ansichtskarte und mir drücken Sie einen Zehner in die Hand. Jeden Tag, den Gott der Herr gemacht, könnte ich mit mindestens 5 Männern nach Hause gehen. In ihre sturmfreien Wohnungen oder möblierten Zimmer. In dem halben Jahr, dass ich jetzt hier rumsocke, sind es rund 1000 Angebote. Aber ich bleib eisern. Obwohl es manchmal einfacher wäre, ich schlafe mit ihnen, nur um sie vom Hals zu haben. Denen ist das doch egal, dass ich das Abitur mit gut gemacht habe. Soll ich ihnen sagen, dass ich nicht studieren darf, weil mein Bruder im Knast sitzt? Wen juckt denn das?